Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und heute, es ist mir eine Ehre, es ist die 300. Folge. Für mich eine ganz besondere Folge. Ja, was machen wir da? Gucken wir auf die Kohle. 154.381 Dollar und 70 Cent. Und was werden wir jetzt versuchen? Wir belohnen uns, indem wir, ja, einfach mal versuchen, 100.000 Red Dead Online Dollar zu verbrennen. Also auszugeben. Was machen wir da? Ja, den Katalog auf. Und dann Kleidung. Outfits. Geht das überhaupt? Kann ich das nicht einfach kaufen? Ah, ist im Besitz, geht schon mal nicht. Zack, im Besitz, geht schon mal nicht. Und los geht's. Kaufen. Ich habe schon viel zu viel. Gibt's da nicht verschiedene? Ich glaube, wir müssen gleich mal einen laden. Ah, das ist nur mit Gold. Das wollen wir ja nicht. Wollen nur Geld ausgeben. Dann kaufen wir den. Wir kaufen den. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte jetzt einen bösen Witz machen können. Ich formuliere das anders. Ich als Mann habe gar nicht so viel Spaß daran, Geld auszugeben. Versteht das nicht falsch, es ist ein Witz, ja. Aber was macht man mit der Kohle? War im Ernst. Es kann ja jetzt nur noch das Ziel sein. Wir kaufen den Laden leer. So, den da mal. Nächster. Kaufen wir auch. Einfach wahllos. Ich frage mich, wie lange das dauert. Wie lange dauert es, bis wir 100.000 Red Dead Online Dollar ausgegeben haben? Und dann werde ich mich tatsächlich, boah, ich glaube, im Oktober sind ja hier Herbstferien. Da werde ich mich dann doch mal mit dem ein oder anderen Programm auseinandersetzen, bei dem man Videos schneiden kann. Was weiß ich, kleine Trailer, sowas. Damit werde ich, glaube ich, mal anfangen, das zu üben. Viel haben wir, ist ja noch nicht weg da oben, ne? Das ist eigentlich irgendwie eine Trophäe, ja? Bei der PlayStation. Geld verbrannt. So, der nächste. Oh, das ist mit Gold. Das meine ich. Gold machen wir einen anderen Mal, oder? $100 für einen Hut, ne? Das ist echt, das ist der Hammer. Also, wenn man das ins Verhältnis setzt, hier 1890 oder so. Ja, da vergehen hier ein paar virtuelle Stunden. Bei Pecher müssen wir, naja, ich denke, wir können gar nicht alles im Katalog bestellen. Geht das? Ist alles im Katalog? Weiß das einer? Oder muss ich dann nachher irgendwo noch in die Geschäfte? Gibt es in den verschiedenen Geschäften, was weiß ich, Valentine Roads, verschiedene Klamotten? Keine Ahnung. Wie ihr seht, bin ich mit den Details nicht so vertraut. Ja. Ich spiele das vorwiegend. Das kann man gar nicht, ja? 100.000 verballern, oder? Doch, das muss gehen. Das muss irgendwie gehen. Ja, kann sich nur um Stunden handeln, ne? Deswegen läuft das Video ja hier auch quasi außer Konkurrenz. Ja. Werde mich nachher noch um die Tagesaufgaben des Samstags kümmern. So, weiter geht's. Ach ja, gut, es gibt ja Hüte satt, ne?
denke, wenn es nachher an die Outfits geht, da geht das mit der Kohle schneller, oder? Dann ist ja nachher auch noch ein schönes Pferd kaufen. Ist auch so eine Frage, gibt es in den verschiedenen Stellen verschiedene Pferde oder kriege ich überall das gleiche? Transaktion wird verarbeitet. Überfordere ich da einen Server oder was ist da los? Da seht ihr es unten rechts. Das ist gar nicht mal eben so. Das ist ja ein Ding. So, wenn ich das jetzt nochmal mache. Dann seht ihr es unten rechts. Transaktion wird verarbeitet. Irgendetwas ist hier überfordert. Dann machen wir es anders. Wir gehen mal eben komplett zurück. Dann gehen wir doch einfach in den Laden, oder? Die Ladung wurde uns in der Garderobe hinzugefügt. Ja, das hoffe ich doch. Oh, hier war mein Laden. Ich dachte, das wäre hier in ein paar Minuten erledigt, 100.000 Dollar durchzuziehen. Boah, mal. Ja, ist dann doch gar nicht so einfach, das Geld unter die Leute zu bringen, ne? Keine 10.000 weg. Noch keine 10.000 Dollar verbrannt. Oh. Ja, mal sehen. Das machen wir mal. Vorräte. Kleidung. Outfits. Und das war's ja, ne? Das haben wir alles schon, das haben wir schon. Aber wir können bestimmt auch bei der Madame noch richtig Kohle verbrennen, oder? So, das ist mit Gold. Habe ich den auch schon komplett? Ja, die habe ich alle. Aber auch nicht schön. Ne? Da geht noch was. Oh Gott, der war, das ist aber auch richtig hässlich. Das ist ja auch viel witziger, als sie einfach nur im Katalog zu bestellen. Ne? So, damit haben wir den. Oh, was ist das? Ja, das ist gar nicht so schlecht, ne? Good choice, good choice. That's a fine item right there. Also den finde ich jetzt gar nicht so hässlich. Good choice, good choice. Ich meine, der Ladenbesitzer, ey, muss sich doch freuen. Er macht doch gerade den Umsatz seines Lebens. That's a fine item right there. Da unten steht schon wieder Transaktion mit verarbeitet. Das ist nicht so einfach, ne? I sell out of that pretty fast. Irgendetwas überfordert man hier. Was ist das denn hier? Der ist aber mal richtig hässlich, oder? That's mighty popular these days. Oh Gott. Good choice, good choice. Würdet ihr damit rumlaufen? Also ihr seht es unten wieder, Transaktionen. Es ist nicht so einfach, wenn man gerade jetzt gerade mal knapp 10.000 verballert. That's a fine item right there. Muss ich jetzt immer in die verschiedenen Städte reisen oder was, damit da immer ein bisschen Zeit zwischen ist? Ich habe gedacht, wir haben hier so in 10 Minuten haben wir die Kohle verbrannt. Wir haben in 10 Minuten knapp 10.000 ausgegeben. Und ihr seht es unten rechts, ich kann gar nichts mehr machen. Transaktion wird verarbeitet. So, aber hier ist teures. Ich meine, wenn ich hier die Anzahl der Klamotten sehe, dann muss man das ja hinkriegen. Das
war das denn? Unten, ach so. Da muss man das ja irgendwie hinkriegen, die Kohle hier zu verballern. So. Muss jetzt mal richtig teuer werden. Oh Gott. If you can afford high class, go for it, I say. Also schön geht anders, oder? Good choice, good choice. Der geht ja noch, der ist ja irgendwie witzig. Und jetzt ist es wieder, Transaktion wird verarbeitet. Muss doch irgendwie hier, das muss doch richtig teuer gehen. Da steht reduziert. Oh, den habe ich sogar. That's a fine item right there. Wo ist er denn? 189. Good choice, good choice. Das wird ein längeres Video, das kann ich euch sagen. That's a fine item right there. Oder muss ich dann raus und wieder reinkommen? Reicht das? Weiß ich nicht. Hat das von euch schon mal einer versucht? Ich werde die Kohle ja gar nicht los hier. Ist nicht hier fertige. Da gibt es ja bestimmt. Da seht es immer noch unten. Transaktion wird verarbeitet. Ich komme gar nicht raus. Accessoires, was ist das denn? Beinschützer, Handtaschen, Schaltschmuck. Das sieht nicht teuer aus. Stiefel. Stiefel finde ich ja auch im echten Leben cool. Da kann man ja richtig. Die Latzhose. Das ist als, oh, das ist für Gold. Das ist Quatsch. Kosten die denn 129? Ist jetzt ja auch nicht so der Knüller. Also wenn man hier Geld verbrennen will, ist das ja schon schwer. Ain't no point in being cheap, huh? Das ist nicht schön. Good choice, good choice. Jetzt gehe ich gleich erstmal los und kaufe nochmal ein teures Pferd. Ja, muss man mögen. Also ich trage im wahren Leben vorwiegend Stiefeletten. Einer Marke, die ich jetzt nicht sage. Good choice, good choice. Weil sie einfach passen wie angegossen. Ja. Und reparabel sind. Also wenn man da mal ein bisschen eine Sohle angelatscht hat oder einen Absatz oder sonst irgendwas, dann kann man die tatsächlich reparieren lassen. Und zwar ziemlich gut. Besten. Besten finde ich auch im wahren Leben toll. Wie reduziert. Und die nur für Gold. Nee, also dass das hier immer so lange dauert, das nervt mich ja. Ich wollte hier 100.000 verbrennen. Kauf mal ein Pferd. Jetzt sieht er richtig schön albern aus. Also so Boots, das ist schon praktisch. Früher gab es ja hier einen Bug. Ja, da hat sich das Spiel teilweise wirklich, das hing ja so fest. So, Pferde. Pferde kaufen. Spitzenpferde. So. Das ist echt ein Spitzenpferd? Ja, wie Gold. Geld muss das kosten. Ja, kaufen wir es mal. Wie nennen wir das denn? Puh. Herr. Ja. Die heißen mir alle Herr. Herr. Herr schnell. Ich weiß, es ist jetzt nicht einfallsreich. Also ihr seht ja, Herr Schnell, Herr Müller, Herr Meier, Herr Kraft, Herr Schulz, Herr Gaul, Herr Crane, Herr Theodor Storm übrigens, weil es ein Schimmel ist, ne? Der Schimmelreiter. Da habe ich gedacht, nehme ich auch noch einen anderen Literaten, Herr Fontane, Herr Ribbeck, ne? Aus Ribbeck im Havelland, deswegen Fontane. Ihr merkt. Ich habe die ein oder andere Idee. So, Sättel.
was Teures kaufen. Die habe ich alle schon, wie ihr seht. Aussehen. Mähne. Ja, das ist ja alles Quatsch hier. Oh, Versicherung, ne? Ja. Zack. Und zack. Kohle spielt jetzt wirklich keine Rolle. Aussehen, Sättel. Aber Alligator. Ach so, da kann ich den auswählen direkt. Ach so, mehr als 10 Sättel kann man nicht kaufen, oder was? Ja. Dann. Laterne. Ja, ist praktisch, finde ich, aber... Bessere Satteltaschen. Ist das auch in so einem Halbgar braun, dass das hier zum Pferd, also zum Sattel passt? Das finde ich witzig. Erstmal mit dem Pferd raus. Wieso hat er das jetzt nicht? Wählen. Ja. Was habe ich falsch gemacht? Ach so, und jetzt da auf Auswahl. So. Zubehör und Dienste, dicke Leistung. Auch mal flott machen hier. Ja, ein bisschen Geld ausgeben. Wer den Besitz verwalten. Ja, schnell. Erstmal ausrüsten. Ne, den will ich mitnehmen. Wer zum aktiven Pferd machen. Mein Gott, man muss auch mal rechts lesen. Ja? Jetzt. So, jetzt erstmal einmal füttern. Und jetzt weiter Knete verbrennen. Wir haben gerade mal 14.000 Dollar verballert. I can get you anything in there you need. Arbeitskleidung Fachausrüstung. Sammler. Kaufen. Kauf ich. That's a fine item right there. Kauf ich. Kauf ich. Good choice. Good choice. Kauf ich. Also man kann hier anscheinend deutlich mehr als 100.000 verbrennen. Es dauert halt nur. Da sind schon fast 20 Minuten zugange. Und so viel Kohle fehlt noch gar nicht. That's a fine item right there. If you can afford high class, go for it, I say. Ach so, auf die ich Zugriff habe. Ich dachte, hier alle kaufen wird toll. Good choice, good choice. Ja, und das Gold verwahre ich mir auf. Da kann ich, glaube ich, alle Waffen nochmal richtig schick machen. Oh, jetzt wird die Kohle auch weniger hier. That's a fine item right there. Angebot und Belohnung. That's mighty popular these days. Ja gut. Einmal Rabatt. Ja. Good choice. Good choice. Meine Güte. That's a fine item right there. Ah, es wird immer teurer. Good choice. Good choice.
Na, jetzt wieder Transaktion für Arbeit. I sell out of that pretty fast. That's a fine item right there. Ja, hilft ja nichts. Müssen wir, glaube ich, nochmal raus, wieder rein. Gut. Wir haben eine Stunde Zeit. Dann geht das mit der PlayStation nämlich nicht mehr. Can I get you anything else? Soll ich den Laden eigentlich verlassen? Mal kurz einmal hier was anderes. Das Pferd striegeln. Wir müssen ja auch die Verbundenheit aufbauen. Und weiter geht's. Da machen wir weiter. Da können wir ja noch ein bisschen was kaufen. Good choice, good choice. Da seht ihr mal, wie schwer das ist, Geld auszugeben. That's a fine item right there. Those go pretty fast. Was ist das? Ach, hier. Kann man auch kaufen. Good choice, good choice. Emotes kaufen. Nix, weiter geht's. Ja, gut. That's fine item. Hab ich sogar schon mal eins von gekauft, wie ihr seht. Nee, Transaktion wird verarbeitet. Das gibt's doch nicht. Brauche ich mehr als eine Stunde, um hier 100.000 Dollar zu verdienen? Das ist ja unglaublich. Schau ich das mal an. Und dann ist vorbei, dann kann man nichts machen, ne? Good choice, good choice. Ich düse mal in eine andere Stadt. Ich weiß nicht, woran liegt das, dass das nicht geht. Hey, watch it! Ich sehe ein bisschen auf dem Pferd reiten. Mit da raus und dann. Ich meine, ich muss ehrlich sein, ich mag ja größere Pferde lieber. Das ist hier bestimmt auch, wenn es mal hart auf hart kommt. Also was weiß ich, ein Puma kommt und sowas alles. Dann ist das bestimmt auch richtig schön nervös hier. Geht's hin? Wo sind wir denn nah am Laden? Rhodes, na. Oh, wir haben jetzt 24.000 Dollar ausgegeben. Wofür kann man noch Geld verbrennen? Bestimmt auch. Ah, you're back. Etwas forsch. Take a look. Any questions? Feel free not to ask. Oh, okay, sorry. I just assumed you couldn't read. Komm mal unten an. Ist das teurer? Ja. Kaufen wir erstmal hier die Geste. Die Mode hier. Mmm, good choice. Okay, I'm impressed. Mmm, good choice. Wahnsinn. Okay, I'm impressed. Sieht's
teureres. Ah, 500. Nee, Gold nicht. 500 ist gut. Mm, good choice. Wer traut sich so auf die Straße? Okay, I'm impressed. Da hakt schon wieder. Good enough for anyone. Ach so, macht das aber doch keinen Spaß. Es sagt, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, schon 25 Minuten. Ne? Und das für nicht mal 30.000 Dollar. See that statue outside? The one to fallen soldiers? Old Major Crawley put it up. He sometimes pops in here, you know. Und 500 Dollar für so eine hässliche Klamotte hier? Das ist auch sportlich, finde ich. Zu den Katalog. Mal wieder auf. Anything else? So. Na los, bitte umher. Mmm, good choice. Das wird nicht besser. Okay, I'm impressed. Und jetzt schon wieder, es ist so, es wird einem schwer gemacht. Finer things in life. Ich glaube, 100.000 in einer Stunde zu verballern wird schwer. Good choice. Wird richtig schwer. Und die Klamotten sind hässlich. Das ist ja nicht mehr. Okay, I'm impressed. Also das wäre jetzt nicht so mein Style. Meine Güte. Gibt's denn noch an hässlichen Klamotten hier? Ja. Das habe ich sogar zweimal. For my more discerning customers. Warum habe ich das schon mal gekauft, frage ich mich gerade. Mmm, good choice. Und ihr seht das unten, es dauert. Das wird nichts. Wir sind bei 28 Minuten. 100.000 in einer Stunde zu verbraten, das wird nichts. Mach den mal ganz zu. Geh mal raus. Fütter mal nochmal das Pferd. Dann gehen wir wieder rein. Die Klamotten sind da mal. Geht hier, schleicht er hier so hinter mir her. Hm. Couldn't bear to be away from me, huh? Das wird nichts. Schau mal nicht. Das schaffen wir nicht. Da finde ich das hier für 250 im Verhältnis recht günstig, ne? Weil das jetzt auch gar nicht so schlecht aussieht, oder? Always running out of that. Mmm, good choice. Okay, I'm impressed. Jetzt steht hier alle Outfits, ne? Mache ich das falsch? Kann ich mir alle anzeigen lassen und alle kaufen? A lot of folks like that. Ne, das geht nämlich nicht. Ich habe schon jede Menge Quatsch, so ist es nicht. Aber ich hatte jetzt gehofft, ich kann einfach auf alle kaufen drücken. Mmm, good choice. Wir schaffen das nicht. Wir sind jetzt schon mal drei. Wir haben jetzt eine halbe Stunde.
Wir haben gerade ein bisschen über 30.000 verballert. Irre. Ist nicht zu schaffen. Good choice. Absoluter Wahnsinn. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man sein Geld nicht los wird. Okay, I'm impressed. Also ich weiß nicht, weiß einer von euch, woran das liegt? Good enough for anyone. Dass das so lange dauert? Also ich habe vom Programmieren keine Ahnung. Good choice. Gut, dann müssen wir halt zwei Teile rausmachen, ne? Okay, I'm impressed. Zwei Teile außer der Reihe Geld verbrennen. Was ich auch schade finde, ist, dass man Truppmitgliedern zum Beispiel gar kein Geld übertragen kann. Weil das wäre nicht schlecht, finde ich. Wenn man dann Leute kennenlernt, die noch nicht ganz so lange dabei sind. Wobei, dann ist der Spielspaß auch weg, ne? Weil der Spaß ist am Anfang, finde ich, und sich jede Menge Sachen zu erspielen und darauf hinzuarbeiten, und das lässt nach, seht ihr ja selbst, da hat man so ein, zwei Klamotten, drei, vier vielleicht, die man cool findet. Oder sagt hier, cooler Stiefel oder ein gutes Pferd, das kaufe ich mir. Und dann spart man darauf hin. Und irgendwann, seht ihr jetzt ja so wie bei mir, ja, da kauft man eigentlich nichts mehr. Ja. Weil dann denkt man immer, was soll ich damit? Ja, das habe ich mir irgendwann gekauft, fand ich ganz cool. Und, ich muss auch zugeben, ich finde das ja auch nicht hässlich, aber da sucht man sich dann die schönste Farbkombination für einen selbst raus und dann kauft man es. Ja. Okay, I'm impressed. Das ist wie mit Waffen, da war irgendwann natürlich auch gedacht, ja, muss sie jeder haben. Ja, irgendwie will man das auch. Aber dann hat man so seine zwei, drei Lieblingsknarren und dann ist gut. Good choice. Wie mit dem Pferd, habt ihr ja auch gesehen. Ich habe vorwiegend Herrn Schulze, weil der einfach super ist. Also im Normfall ist der nicht nervös, der ist schnell genug. Okay. Mir war wichtig, dass mein Pferd mich nicht abschmeißt. Und er ist robust. Ich habe ihn so oft gegen einen Baum geritten. ich weiß nicht, wer von euch auch die Kommentare vielleicht mitliest. Kann ich nur empfehlen übrigens. Da wurde der Tipp gegeben... Good choice. Ich sollte, nachdem ich einen Baum geküsst habe, ein alkoholisches Getränk zu mir nehmen. Dann wird es zwar nicht besser, aber lustiger. Heute ist ja Samstag. Okay. Und könnte ich das ja mal versuchen. Es gibt so 34 Minuten. Und wir sind immer noch nicht unter 100.000. That's popular. Das ist doch nicht normal. Ich habe den Eindruck, das dauert auch immer länger, bis ich wieder was kaufen kann, oder? Da steht Transaktion mit verarbeitet. Oder muss ich da jedes Mal wieder raus und wieder rein? Good choice. Nö. Dauert unten trotzdem lang, wie ihr seht. Boah, ich hätte euch vorher fragen sollen. Okay, I'm impressed. Na gut. Geben wir halt mal eine Stunde lang Geld aus, ne? Good job. Aber es scheint tatsächlich in jedem Laden das Gleiche zu geben. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht gibt es in anderen Städten auch andere Klamotten. So, das
der andere Zulieferer hat quasi. Das wäre cool gewesen. Na gut, das wäre vielleicht auch übertrieben. Okay, I'm impressed. Das Spiel ist schon sehr detailreich, finde ich. Da sollte man sich nicht beschweren. So, was haben wir noch? Weitere Optionen. Always running out of that. Ach so, ein gratis. Ja gut. Verschenken muss ich auch. Good nicht. Choice. Kaufe ich auch. Aber da liegt das an meinem Geld, an dem Konto quasi. Das ist die Transaktion. Das Buchen des Geldes eine Rolle spielt. Weil ihr seht, unten, es taucht immer wieder auf. Good enough for anyone. Okay, I'm impressed. Das sieht auch richtig scheiße aus. Entschuldigung. Das sieht nicht so gut aus. Na gut. Schönheit liegt im Auge des Betrachters, wie wir wissen. 37 Minuten fast. Good choice. Ich schaff's hier nicht mal 50.000 zu verbrennen. Muss doch teurer gehen hier. Komm hier. Auch nicht schön. Okay, I'm impressed. Ich kann es leider nicht schneller ausgeben. Und deswegen auch das separate Video, wen es nicht interessiert. Ich habe Verständnis. Ja. Aber ich wollte es einfach mal machen. Geh nochmal raus. Komm da nochmal rein. Something else you're after? Und dann gucken wir mal. So, bei Sammler waren wir ja, glaube ich, einfach durch. Jawohl. Da waren wir auch komplett durch. Da wäre ich gerne durch. Good choice. Scheint wirklich was zu bringen, den Katalog zu schließen. Ne? Aber nur kurz. Aber nur. A lot of folks like that. Wir haben noch nicht mal 50.000 ausgegeben hier. Ist ja nicht normal. Das ist wenigstens teurer, aber nicht besser. Good choice. Ich weiß nicht, findet ihr das schön? Ich nicht. Always running out of that. Dann bräuchte ich ja jetzt eigentlich einen größeren Garderobenkoffer in meinem Lager, oder? Also schon. Ein eigenes Garderobenzelt. Okay, I'm impressed. Ja, ich denke, wenn wir knapp 50.000 aufgegeben haben, ich guck mal auf die Uhr. Ja, 40 Minuten, ne? Good dann werden es halt zwei Teile, oder? Denn ich muss ja die Tagesaufgaben, okay. Ich muss, I'm impressed. Die möchte ich ja heute auch noch machen. Wir haben ja im wahren Leben schon 19 Uhr durch hier. Good choice. Da
Der Händler hier, der kann doch anschließend die Bude mal renovieren, oder? So viel Umsatz macht er doch in 2 Jahren nicht. Da steht schon wieder Transaktion mit verarbeitet. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mr. Feeney over there, gunsmith, just never been the same since he lost his son. That's a damn shame. Was macht er denn jetzt? Ach, ich hab hier den falschen Knopf gedrückt, ich Depp. Also, was macht er denn da? Ja, gut. Was haben wir jetzt alles? Oh ja, das wird schon besser, finde ich. A lot of folks like that. So, man muss langsam kaufen. Okay, I'm impressed. Mmm, good choice. Nee, also auch wenn ich jetzt langsam kaufe, tut sich nichts. Okay, I'm impressed. Geht einfach nur langsamer vonstatten hier. Was der Typ alles auf Lager hat, ne? Für so einen Kaff wie Rhodes. Mmm, good choice. Kann ich bei dem Büchsenmacher, da kann ich doch bestimmt auch noch Zweitholster und so ein Quatsch kaufen, oder? Gucken wir auch mal eben, ist ja hier gegenüber. Okay, I'm dann rennen wir vielleicht immer von einem Laden in den anderen. Kriegt er auch noch ein bisschen Kohle, der komische Typ. You looking for something else? Ja, ich gucke noch nach vielen Dingen, aber ich werde mein Geld nicht los hier. Hello, wasn't sure if I'd see you again. No, what can I offer you? Aber als kleine Fachausrüstung hat er auch. Ah. Oh, die habe ich alle. Ich hab schon mal richtig Knete verbrannt, ich sehe das schon. Und jetzt seht ihr schon wieder, Transaktionen verarbeitet. Das muss echt, keine Ahnung, woran liegt das? Sind ja jetzt noch nicht ganz 50.000 Dollar weg. Ist ja keine Kartenzahlung hier, ne? Der zahlt ja bestimmt bar. Oder liegt das hier am Geldwäschegesetz? Good. Wenn heute die Aufgabe wäre, oh, habe ich schon. Wenn heute die Aufgabe wäre, 24 Stunden kein Tier zu töten, dann habe ich es gleich geschafft. Boah, ist das alles hässlich. Ja, mir ist egal. Ich habe heute erst gearbeitet. Dann war meine Tochter heute so freundlich. Eigentlich, nein, nicht eigentlich. An und für sich macht sie das jeden Samstag. Fahren wir noch gemeinsam einkaufen. Dann haben meine Tochter, mein Sohn und ich gemeinsam gegessen. Dann ist meine Tochter heute noch zu einer Freundin. Die grillen da heute. Und trinken bestimmt auch das ein oder andere Wasser. Ja, und mein Sohnemann hängt auch gerade an einer Pläse, aber der spielt gerade halt gern was anderes. Alright. Und das ist ja auch vollkommen okay. Ja gut, das sieht auf jeden Fall schon cooler aus. Ne? So, knapp 50.000 Dollar. Das war 890 im Vermögen. Also ich habe hier einen Silberdollar. Der wird umgangssprachlich auch, meine ich, Morgendollar genannt. Um 1890. Nachher mal gucken, ob ich das genau sehe, von wann der ist.
Dafür müsste ich da hinten mal eben Licht an meinem Sekretär anmachen. Mache ich auch. Es dauert ja hier. Computer, Sekretär an. So, jetzt ist er ins Licht an. Und während hier die Transaktion verarbeitet wird, gehe ich mal gucken. Kann ich das sehen? Sonst muss ich ihn einmal aus dem Rahmen nehmen. 1890, oder? Ja, genau. Also ich habe hier so einen Silberdollar, den sogenannten Morgendollar von 1890. Und ich glaube, dass man damals für einen Dollar relativ viel bekommen hat. Also ich bin ja so ein Sammler von antiken Gegenständen. Jetzt nichts Besonderes, großartig, sondern einfach, wenn es mir gefällt, dann kaufe ich das. Auf dem Trödelmarkt oder, darf ich das überhaupt sagen? Oder im Internet bei irgendeiner Kleinanzeigen-Website. Muss ja ein bisschen aufpassen. Glaube ich. Muss man das? Muss ich das? Weiß ich gar nicht. Dadurch, dass ich ja kein Geld bekomme, kann ich bestimmt alles sagen, oder? Kann ich. Stimmt. Oh, 0,15 Gold. Vermutlich war heute kein Tier töten oder den ganzen Tag hier die Feindseligkeit oder so. Nicht auf dem tiefsten Level, keine Ahnung. So, 46 Minuten. Ja, ich war 100.000 Dollar auszugeben, ist ein Marathon, das muss man wirklich sagen. Es schafft man nicht in einer Stunde, es ist unglaublich. Ja, dann ist das so. Ist ja nicht schlimm. Da ist es, 24 Stunden lang kein Tier getötet. Ja. Das hier bei dem auch kaufen kann, ist ja gut. Ganzen Holster hier. Ja, komm, die werden schon schick jetzt, ne? Also finde ich das gar nicht schlecht. Ja, dann muss ich mir ja irgendwann hier mal noch eine Stunde Zeit nehmen und ein eigenes Outfit zusammenstellen. Also wir haben ja Leute in der Community Rang 1000. Die müssen ja kurz vor einer Million stehen. Ich weiß nicht, was habt ihr mit der Kohle gemacht? Das interessiert mich wirklich. Habt ihr die zwischendurch verbraten oder auch versucht, die so am Stück auszugeben? Das geht ja gar nicht. Weil, also mir geht's aber jetzt auch im wahren Leben so. Ich komme mit wenig aus. Ich persönlich lege keinen Wert auf Statussymbole. Überhaupt nicht. Bin ja jetzt auch Mitte 40. Muss man ehrlich sein. Da hat man das, was man braucht. Im Normfall hat man das. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wunschlos glücklich bin. Das ist Quatsch. Ich habe schon Spaß an schönen Dingen. Aber für mich geht die Welt nicht unter, wenn ich das nicht kaufe. Bin jetzt nicht so der gute Konsument, glaube ich. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch geht. Wofür brennt ihr? Habt ihr irgendein Konsumgut? Ich sag das jetzt mal so platt. Wo ihr sagt, boah, das hätte ich gerne. Also, ich will hier keinen Namen nennen, Markennamen nennen. Das will ich einfach nicht. Ich persönlich habe Spaß an Armbanduhren. Aber da gibt es qualitativ ziemlich aus meiner Sicht gute und auch optisch schicke für Kurse, wo man echt sagen kann, es ist fair. Ja? Und in meiner Heimatstadt hier, in der ich wohne, in der ich auch geboren bin, ist meine echte Heimatstadt,
Da habe ich das Glück, dass wir hier wirklich noch einen guten Uhrmachermeister haben, der also ein Uhrengeschäft hat, der einem die Wunschuhr, die ich hier halt bei der Firma auf der Website gesehen habe, also bei der Herstellerfirma, für einen guten Kurs, also für einen fairen Preis, ja, beschafft er die. Und der kann die reparieren. Mir ist mal eine Uhr von einem anderen Hersteller, die habe ich irgendwann mal im Urlaub gekauft an der Nordsee, ist mir dann hier aus der Hand gerutscht und fällt wirklich schön auf das Glas, auf eine Fliese. Schönes Geräusch. Da denkt man dann schon, alles klar, das war's. Habe ich die Uhr in die Hand genommen und festgestellt, nö, am Glas ist gar nichts dran. Aber das ist eine Quarzuhr. Ja, und die lief dann auch nicht mehr. Da dachte ich, ja, gut, Mist. Kaputt. Bin ich zu dem Uhrmachermeister gefahren, der mir auch schon mehrere Uhren verkauft hat. Und der macht die auf und sagt, ja, meist fliegen dann nur die Batterien raus, dann geht die wieder. Setz mal ein. Und dann, nee. Da war tatsächlich im Uhrwerk ein Ritzeldefekt anschließend. Nach dem Sturz. Und jetzt kommt's Beste. Dann sagt er zu mir, ja, kann man reparieren. Ne? Uhrwerkhersteller gibt's anscheinend, das wusste ich nicht, gar nicht so viele verschiedene. Gibt anscheinend also große Uhrwerkhersteller, bei denen die Uhrenmarken, wenn sie denn überhaupt eine Uhrenmarke sind und nicht nur einfach irgendwie ein Logo, was da mal einer gekauft hat, ihre Uhrwerke bestellen und einbauen lassen, fertig. Und dann gab es dieses Ritzel als Ersatzteil einzeln, inklusive Einbau, für 30 Euro. Und da muss ich persönlich gestehen, das ist mehr als fair, oder? Mit Arbeitszeit, mit Ersatzteil, dem ganzen Drum und Dran. Ich kann ja noch ein paar Holzer kaufen, ja. Fand ich schon gut. So. Und wenn wir jetzt unter 100.000 sind, dann haben wir was geschafft, oder? Halleluja. Ja. 52 Minuten gebraucht, um knapp 54.000 Dollar auszugeben. Es ist nicht normal. Ja. Dann machen wir zwei Teile davon. Ich kann es nicht ändern. Das ist unglaublich. So, wir machen Schluss für heute. Also, nein, wir machen Schluss für diesen Teil. Dann lade ich das erstmal hoch. Hol mir mal ein Kaltgetränk dabei. Ihr wisst, was ich meine. Auch das werde ich hier nicht aussprechen. So, also, das war die 300. Folge. Und den Kanal gibt es erst seit dem 30.03.2024. Vielen Dank für euren Besuch, dass ihr so lange durchgehalten habt, mir dabei zugesehen habt, wie 54.000 Red Dead Online Dollar den Besitzer wechseln. Der tritt aber gut, der Bock. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist gut. Also ich wohne im Pferdeland Westfalen. Ein bisschen Ahnung habe ich vom Pferd. So, also. Das war die 300. Folge. Vielen Dank für euren Besuch. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank, dass ihr, ja, dass die Community langsam, aber stetig wächst. Bitte abonniert den Kanal. Leitet Videos weiter an eure Bekannten, Freunde, Familie. Und ja, in der nächsten Folge geht es weiter. Der Versuch, 100.000 Red Dead Online Dollar auszugeben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son. Play for fun.